Jeder erfolgreiche Weg beginnt mit einem starken Partner. Mein Weg nach Paris wird Ihnen präsentiert von der BB Bank. Ich bin Oleksandr Gil aus Landau, einer der besten Stabhochspringer des Landes, und ich will bei Olympia eine Medaille holen. Heute lernt ihr mich ganz privat kennen, und zwar bei mir zu Hause. Hallo, kommen Sie rein. Ich glaube, manchmal bin ich wirklich verrückt. Wenn ich mich selbst beobachte, wie ich mit dem Stab dahin spaziere und den Einstichkasten treffen muss und dann über die Latte springen muss, das ist manchmal sehr unheimlich. Es jagt mir Angst ein, aber das ist das, was ich mache, und es macht mir Spaß. Damals habe ich trainiert in Ludwigshafen bei einer Trainerin, und so hat es eigentlich schon angefangen. Also es gab da keinen starken Willen irgendwie, ich möchte unbedingt Stabhochsprung machen, sondern weil ich eh talentiert war und irgendwie Bewegungsabläufe mir gut einprägen konnte, hatte keine Schwierigkeiten motorisch gesehen, war es für mich ganz einfach, einen Start zu nehmen und das direkt umzusetzen, was von mir verlangt ist. 2016 war der Punkt, wo ich aufhören wollte. Das lag damit zusammen, dass einfach nichts mehr funktioniert hat. Im Alltag, mit der Uni, genauso wie im Training. Und ich wusste nicht mehr, wie ich mich vorwärts bewegen sollte. Jetzt nochmal zurückzublicken und zu sagen, was wäre, wenn ich wirklich aufgehört hätte, wo wäre ich dann gewesen? Ich wäre wahrscheinlich Kfz-Mechatroniker oder sowas, wenn ich meinen Sport nicht fortgeführt hätte. Aber durch halt die ständige Motivation, durch ständiges dran glauben, hoffen, und Ziele schmieden, neue Pläne schmieden, gestalten, glaube ich, habe ich es dann doch geschafft. Ich war in Tokio 2021 dabei gewesen. So viele Jahre Stabhochsprung, und es ist wirklich zu schaffen, sich zu qualifizieren, das war für mich Emotion pur. Also wer das live miterlebt hat, gesehen hat, ich bin dann halt komplett eskaliert, ausgerastet und konnte es natürlich nicht glauben. Ich war dort schon glücklich gewesen, da zu sein. Und dann noch ins Finale geschafft zu haben, dementsprechend, war umso cooler. Und dort als Neunter, dann als Top Ten, als Neunter zu beenden, war für mich natürlich, ich glaube, das beste Ereignis meines Lebens bis jetzt gewesen. So, jetzt gehen wir einmal schräg rüber in mein Büro. Ich spiele nebenbei noch Gitarre, das schon seit auch mittlerweile 14, 15 Jahren, schätze ich. Hat damit angefangen, dass mein Vater mir eine Gitarre gekauft hat, und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht direkt. Ich habe auch nie Unterricht besucht, ich habe alles nur durch das Gehör und durch Online-Lernen, also Gitarre gespielt. Neue Liebe, die ich habe seit ein paar Jahren, ist Bücher lesen, so blöd es klingt, aber meine Mutter hat es mir immer gesagt, früher, als ich klein war, habe ich die Bücher zerrissen. Also ich habe sie nie gern gelesen. Also von Paris träume ich aktuell alltäglich. Wenn es ins Training geht, dann bin ich gedanklich schon dort, weil meine Ziele sind mittlerweile klar und deutlich formuliert, was ich in Paris erreichen möchte. Das heißt, ich muss einfach nur kontinuierlich wieder an mir arbeiten, mit der Ruhe, mit der mentalen Kraft und Stärke, und die Wettkämpfe Vollgas geben. Dann werde ich mich dafür qualifizieren. Und für mich wäre, glaube ich, der größte Erfolg, in Paris eine Medaille zu holen, weil dann hat sich mein Leben auf jeden Fall gelohnt, wenn ich das geschafft habe. Und all die harte Arbeit, all die Tage, die man halt im Stadion verbringt, im Kraftraum, sonst irgendwo, sich damit zu belohnen, das wäre, glaube ich, der Sinn meines Lebens wäre dann erreicht. Der Schlüssel zum Erfolg ist Teamwork. Die BB Bank präsentierte Ihnen Mein Weg nach Paris.